Hier in der Kirche St. Josef in Augsburg-Oberhausen befindet sich jetzt das Gedächtnis der Kirche von Augsburg. Auf insgesamt 5 Ebenen stehen über 20.000 laufende Regalmeter zur Verfügung für die Ablage von Akten und Dokumenten. Das älteste Stück ist 1.200 Jahre alt, eine alte Benediktinerregel. Der Leiter des Bistumsarchivs freut sich über den Umzug in die neuen Räume. Wir können uns eigentlich unserer Kernaufgabe wieder mehr widmen, also der Ordnung, Verzeichnung von Archiven, der Betreuung von Benutzern, der Beantwortung von Anfragen und all das, was halt ein Archiv eigentlich so zu leisten hat, der Übernahme von Akten. Die neuen Regale, die in jedem Stockwerk eine andere Farbe haben, sind aber bei weitem nicht die einzige Neuerung im Archiv des Bistums. Es gibt einen eigenen Raum für die Sicherung von Filmmaterial, einen Lesesaal für Besucher und natürlich ist der Brandschutz auf dem neuesten Stand. Vor 2,5 Jahren sah es in der Kirche St. Josef in Oberhausen noch so aus. Das Hauptschiff war eine einzige Baustelle, der Kirchenraum wurde beinahe komplett entkernt. Möglich war das Projekt, weil die Zahl der Katholiken in der Pfarrei von 12.000 auf 2.200 zurückgegangen ist und somit die Kirche zu groß war. Damit die Gläubigen auch weiterhin Gottesdienst feiern können, wurde der frühere Altarraum abgetrennt und zu einer kleinen, eigenständigen Werktagskirche umgebaut. Währenddessen liefen im Hauptschiff die Bauarbeiten für das neue Archiv. Keine leichte Aufgabe für die Architekten. Eine schöne Herausforderung, würde ich sagen. Wir mussten natürlich schauen, dass man in dem Bestand das Raumprogramm unterbekommt, dass man genug Reserven hat und natürlich auch die Technik so unterbringt, die ja gefordert ist, die hier einen erheblichen Anteil an der ganzen Gebäudehülle hat, dass man das eben verträglich zum Denkmal einbauen kann. Zur offiziellen Einweihung des Archivs waren viele prominente Gäste aus Kirche und Politik gekommen. Bischof Konrad Staser segnete die Räume und sagte, dass die rückläufige Zahl der Katholiken nicht nur negativ betrachtet werden muss. Es könne auch eine Chance für die Kirche sein. Die Kirche verändert sich. Und das ist auch in dieser Richtung, auch baulich stellen wir fest, dass wir nicht mehr diese kompakte, große, unreflektierte Volks- und Traditionskirche haben, sondern dass die Kirche der Zukunft unabdingbar aus der kleinen, das heißt nicht geschrumpften, sondern der kleinen, entschiedenen Herde derer bestehen wird, die sich entschlossen haben und entschieden haben, mit dem Gott zu leben, an den sie glauben. Das sagt eigentlich alles, auch über die Zukunft der Kirche, der ich ganz zuversichtlich entgegenblicke. Die veranschlagten Kosten für das neue Archiv, rund 14,5 Millionen Euro, blieben genauso im geplanten Rahmen wie die Bauzeit von gut 2 Jahren. Der Finanzdirektor der Diözese, Klaus Donabauer, sprach von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Archiv in Oberhausen ist mehr als doppelt so groß wie das bisherige am Hafnerberg. Der Platzbedarf soll für die kommenden 30 Jahre abgedeckt sein. Außerdem wurde an die Kirche ein neues Verwaltungsgebäude angebaut, in dem sich die Büroräume für die 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs befinden. Es ist hier kein prestigeheischendes Kunstobjekt nach außen gebaut worden. Und so, da würde man meinen, hier wird etwas sehr viel hergemacht, sondern hier wird auch dadurch angedeutet, Kirche bewahrt und Kirche eröffnet Zukunft und es bleibt in der Kirche und es dient der Kirche eben, wie die Kirche eben berufen ist, den Menschen zu dienen. Und von daher, ich finde das ein herrliches Symbol und Zeichen, eine große Zeichenhaftigkeit, dass das in einer Kirche eingebaut worden ist. Das Gedächtnis der Kirche in eine Kirche zu integrieren. Ein Symbol, das nicht nur in der Diözese Augsburg, sondern in ganz Deutschland Beachtung findet. Und den Auftrag, das Zeugnis der christlichen Tradition im Bistum zu bewahren, erfüllt das Archiv natürlich auch in den neuen Räumen.